Hallo und herzlich willkommen zur Joint Dota League Season 4 hier im Winners Bracket Final der Asia Playoffs zwischen Regal und Rafe. Didum. Und Rafe sind im First Radiant Pick. 13 Uhr Asia Playoffs, danach gefolgt 4 ASC vs. Basically Unknown. Und Rafe wollen es wissen. Aggressiver Troll Warlord Pick als First Pick. Ausgezeichnet. Schade, dass zwar der Ex gebannt wird, aber auch die üblichen Verdächtigen mit Vengeful Spirit und Juggernaut sind schon raus. Also hier keine Überraschungen, beziehungsweise Überraschungen, denn die keine Überraschungen sind gebannt. Wenn man das so nennen will. Wisp, aber von Regal. Von daher sehen wir hier vielleicht Tiny Wisp Action oder was Besonderes. Vielleicht mal wieder den alten Wisp und Necrophos. Aber erstmal der Batrider. Auch wieder Back to the Roots ein bisschen von Regal. Denn Batrider habe ich auch schon länger nicht gesehen. Zumindest nicht so oft wie früher, muss man dazu sagen. War ja auch lange Zeit sehr starker Core, sehr früher Bann. Ist jetzt weg. Ist jetzt weg. Ist verschwunden aus dem Meta. Aber kommt vielleicht wieder. Dazu der Void, nichts Besonderes von Rafe erstmal. Aber ja. Sind sie hier sicher mit dem Void. Mal schauen, ob Regal hier im Witch Doctor noch bannt. Erstmal Disrupt auch noch raus. Gegen den Batrider eine ganz gute Initiation, um Slusser zu brechen. Wobei er wahrscheinlich auch nicht schnell genug, um das Ziel nicht schnell wegzuziehen. Aber halt auch gegen den Wisp ist Disrupt ein sehr guter Pick. Dementsprechend der Bann. Tiny, doch erstmal von Rafe gebannt. Wollen ja doch nicht unbedingt Tiny Wisp haben, denn es ist too strong. Und Regal müssen sich was anderes ausdenken. Ich denke mal, dass, ja, wenn Tiny Wisp käme, dann hätten sie es gepickt. Ein Batrider-Bann würde ich jetzt, hätte ich jetzt nicht von Rafe erwartet, von daher wollen sie was Besonderes haben, glaube ich mal. Ja. PA-Bann. Wisp PAs. Nicht so stark wie Tiny. Es kommt halt durchaus mal gerne vor, dass die PA aus dem Link rausblinkt. Und dann 10 Sekunden der Tether down. Ist natürlich eine schlechte Idee, kann bei Tiny nicht passieren. Der ist nicht so schnell. Aber trotzdem eine sehr potente Combo, wenn die PA zum einen aufpasst, dass sie nicht unbedingt aus dem Tether rausblinkt. Und zum anderen der Wisp natürlich ein bisschen aufpasst und halt auch erst dann tethert, wenn die PA dran ist. Mal schauen, was Regal hier bannen würde. Ich würde mal den Witch Doctor erwarten. Keine Supports von Rafe. Rafe braucht noch 2 Supports. Witch Doctor mit Chronos 4. Very OP. Da müssen wir ja schauen, ob das der Witch Doctor wird. Aber sehr lange Überlegungszeit. Vielleicht bannen sie hier doch was anderes. Das ist Silencer tatsächlich. Okay. Scareth Mage von Regal. Die damit ihre Supports fertig haben. Ein bisschen was zum Ganken und ein starker Solo-Support von Scareth Mage. Da Wisp halt wahrscheinlich mit dem getetherten Ally zusammen rumfahren wird. Und hier nicht so wirklich supporttechnisch dabei halten kann. Außerdem braucht Wisp doch einige Items. Eine Urne ist toll. Tranquil Boots sind toll. Deshalb muss man sehen. Erstmal von Rafe ausgepackt. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Witch Doctor kommt. Andererseits ist Witch Doctor. Die Cask ist nicht wirklich ein reliable Stun. Von daher wird hier eventuell Rafe noch was im Sinne des Lions oder sowas picken. Um einfach Ganky Potential zu haben, weil sonst haben sie als einzigen wirklichen Stun die Chrono. Und das ist nicht gut. Auch von Regal, wie wir es von asiatischen Teams öfters mal sehen, ist es der Bristleback, der dort sehr beliebt ist. Und wahrscheinlich ein Bristleback Carry zusammen mit Wisp, Batrider auf der Offlane und Sky. Ja, Safe Lane zusammen mit einem Midlaner. Es sei denn, sie wollen Wisp Bristleback Mitte stellen. Tiny Wisp macht man das gerne, Bristleback Wisp glaube ich jetzt nicht, da Bristleback den Raum zum Chasen braucht. Den er auf der Safe Lane durchaus hat gegen den Offlaner. Ein Rubik von Rafe. Rubik ist hier gar nicht mal so schlecht, aber auch nicht so das Beste, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt nichts Großes, was er einfach stehen kann und nichts, wo er es turnen kann. Firefly ist super, Lasso ist geil. Tether ist schön, Spirits sind immer gut. Relocate ist, geht so. Und Bristleback hat nichts. Von daher, Weiß nicht, ob das hier die beste Wahl ist. Regal bannt noch die Broodmother.
Denn Wraith könnten den Void Offlane stellen, aber ich glaube eher Troll Mitte, Void Carry. Und dann kommt hier noch ein Offlane. Das denken nämlich auch Regal. Rob gebannt für Regal. Wir müssen jetzt überlegen, was sie Mitte stellen. Sie könnten Skywrath Mage Mitte stellen. Könnten sogar einen Batrider Mitte spielen gegen einen Troll. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber müssen hier schauen. Haben noch viele Optionen. Sehr freie Lanes. Sehr freie Supports. Könnten auch aggressive mit Bristle, Sky und Wisp gehen. Aber gehen hier mit einer stabilen Viper. Damit kann man nichts falsch machen. Zumindest erstmal nicht. Wie das Ganze dann läuft, müssen wir dann erstmal noch später sehen. Tja, letzter Pick von Wraith. Haben halt noch Zeit. Ich schätze mal, es wird die Offlane. Ist ein bisschen was drin. In die Richtung Centaur. Wobei natürlich leider nicht so stark im Meta drin ist gerade. Sehr schade. Aber ja, sowas in der Art könnten wir hier durchaus sehen. Mal schauen, was Jayo hier pickt. Aber ansonsten, sie haben halt einen Ice Blast. Schon mit der Krone zusammen. Troll Warlord, wenn er außerhalb steht. Und eine Space Cow ist der letzte Pick von Wraith hier. Naja, es wird auf jeden Fall ein Damage Void. Also die Krone ist nicht das, was Wraith wirklich mit dem Void anfangen wollen. Krone ist schön, wenn Troll draußen dran steht. Aber ansonsten haben halt nicht wirklich was, um in die Krone reinzuschießen. Abseits vom Ice Blast natürlich. Der stark ist, ja, aber es ist halt nicht irgendwie sowas wie ein Witch Doctor Ulti oder so, dass man da reinsetzt. Ja, müssen wir hier schauen, ob das genug ist oder ob einfach der Faces Void Carry Man hier ausreicht, um das Game nach Hause zu bringen. So, na gut, geht auch direkt los. Wir sind früher und beide Teams ohne Pause direkt los. Das ist mal schön zu sehen. Und es könnte hier tatsächlich eine Aggressive Lane werden. Das sieht mir danach aus tatsächlich, dass Wraith hier aggressive gehen. Mit Ryorai auf dem Spirit Breaker, NB, Rubik, Cast, Ancient Apparition und Jayo auf dem Troll. Alleine gelassen ist Chrissy auf dem Void. Batrider stellt hier einen frühen Ward. Beide Teams haben so gewartet, dass das gegnerische Team es nicht sehen kann, wo der Ward steht. Auch schön zu sehen. JNY von Regal auf dem Batrider auf der Offlane den Void gesetzt. Cloud. Wahrscheinlich. Ja doch, Cloud. Oh, in der Mitte auf dem Bristleback. Anscheinend. Wisp wird ihn wohl supporten in der Mitte. CK. Ja. Boy, Z auf dem Scarif Mage Support. Und zuletzt Visem auf der Safe Lane. Auf der Viper. Und mal schauen, ob hier irgendjemand contesten will. 4 gegen 4 auf der Top-Rune, wie man das tatsächlich so oft sieht. Batrider geht blocken, denn er denkt, dass er gegen eine Trident ist. Freund, das ist in der Sinne besser dafür. Space Cow kommt auch direkt gemacht. Ganz schön Stun auf 2. Wisp geht hier low, aber es reicht nicht der Damage. Ganz knapp. Und Jayo wird wahrscheinlich hier das First Blood geben. First Blood für Cloud auf der. Ja, ein bisschen weg. Und NB kriegt auch noch den letzten Hit von der Viper ab. Double Kill für Regal. Das fängt aber nicht so gut an für Wraith hier. Und Wisp ist hinten dran, sehr, sehr greedy, aber halt braucht den Movement Speed für Bristleback, der unbedingt drankommen muss. Kass bleibt hier kurz stehen, hatte wohl Issues, aber beide gleichen Movement Speed, von daher kommt hier Bristleback nicht mehr dran. 2:0 der Score. Es geht krass los und Space Cow weiter. Versucht sich Wisp zu holen. Oh oh, da muss jemand sterben. Schön die Vision noch gehabt und schön auf Cooldown. Keine Mana mehr, aber das hat sich gelohnt. 1:2 immerhin noch den Return Kill auf den Wisp mitgenommen. Sehr aggressive los, aber halt auch die Lane oben. Das ist nur die Dual Lane, aber auch beide Supports. Ist nett nochmal losgehen. Und es war wohl nur der Engage. Es ist ein Offlane Spirit Breaker. Und zumindest ist eine Dual Lane auf der Bottom Lane. Und auch Cast kommt hier runter, von daher normale Trail Lane. Gegen den Batrider, der immerhin schon 3 Last Hits hat. 4 Last Hits hat. Und damit okay ist. Chrissy hat die 5 Stacks, muss aufpassen, aber mit dem Rubik zusammen. Trotz Boots First wird er da nicht rankommen. Und in der Mitte wird hier, nein. Nur ein bisschen Harris natürlich. Bristleback hat hier einiges an Mana, das er benutzen kann mit der Bottle, die da kommt. Für CK schon. Mit den ganzen First Blood Engages ist das natürlich ganz schön, denn der Wisp hat
sehr, sehr frühe Bottle. Mal schauen, wie das Ganze in der Mitte läuft. 7 zu 2 für Geo. Und Bristleback ist bei 1,5. Na, bin ich mir nicht sicher. Zumindest der Troll halt mit dem teilweise Nahkampf kommt da besser dran. Kommt hier auch mehr raus. Aber auch halt auf lange Sicht wird es halt die Frage sein, ob der Harris dann vom Bristleback dann ausreicht. Denn Geo ist fast out of Regen. Bottle jetzt gekauft, natürlich. Aber die Runenkontrolle wird halt auch das Schwierige. Space Cow ist auf dem Feld, aber Wisp ist halt auch immer da, um die Runen zu holen. Dann wird es sehr schwierig hier für Rafe alleine an die Runen zu kommen. Wir müssen die Supports unten ein bisschen helfen. Wir müssen Runen securen. Sonst wird das nicht so einfach. Matrader guckt sich hier aber ein bisschen Erfahrung weg, snackt. Schafft es zumindest zwei Creeps ein bisschen zu holen. Aber ja, trotzdem Spirit Breaker auf der Top-Lane hat eine wesentlich bessere Zeit, als ich erwartet hätte, gegen den Viper und gegen den Harris von Skyrift Mage. Hat aber auch sehr viel Regen hier. Und versucht hauptsächlich Erfahrung mitzunehmen. Ähnlich wie der Battle, wenn er ein bisschen näher rangehen kann mit Boots First. Aber jetzt wird er engaged. Bashes kommen noch nicht direkt, muss hier nach links abgehen. Aber Chilling Touch ist drauf, das macht einiges in Damage. Ein Hit noch, Ancient Ambition, BAM! Cast holt sich den Last Hit auf Batrider. 2 zu 2 Ausgleich. Und die Bottom Lane zeigt schon, wie tödlich sie ist. Slow von Chrissy, Lift von Rubik. Und dann Chilling Touch, Action und Damage. Tja, in der Mitte sieht es jetzt auch für Geo aus, ja. Harris ist halt wie gesagt da, die Bottle kommt jetzt aber zu spät. Und Cloud wird das Ganze diven, beziehungsweise einfach mit Bristleback. Mit den Quills. Da den Damage machen. Mana sehr gut vorhanden mit der Bottle. Von daher keinerlei Probleme. Einige Stacks sorgen auch für einen Troll Warlord sehr schnell fürs Ableben. Das frühzeitige Ableben. 2 zu 3 nach 3 Minuten. Das ist jetzt nicht das meiste los, aber es ist schon einiges in Action hier. Was interessant wird, wird die Frage, wann Spellbreaker online kommt. Wenn man hier anfängt, wirklich die Map zu chargen, besonders auf so einem Wisp, kann das ziemlich schnell einen Kill bedeuten. Und dann ist Bristleback in der Mitte alleine. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Wisp das erste und vor allen Dingen auch das meiste Ziel von Bristleback hier werden wird. Wird keine schöne Zeit haben, dieser Wisp. Mal schauen, ob er hier mit dem Lift rankommt, aber mit dem einen Napalm reicht es. Double Damage Rune mit Chilling Touch hätten sie wahrscheinlich auf jeden Fall ein Go machen wollen. Einiges an Damage, der da potenziell drin wäre. Aber nope. Smoke dafür in die Mitte. Die Double Damage Rune hält ja noch ein bisschen. Und so ein Wisp kommt im Pick offen. Und auch die Space Core kommt rein. Rubik liftet das erste Mal. Chilling Touch. Einiges an Damage. Versucht hier hoch zu botteln, aber auch Wisp kann da nichts gegen tun. Und Wisp geht hier auch noch down zu nah dran. Boy Z kommt noch rein. Kann einen Spirit Breaker slowen. Aber der Damage ist getan. Zwei Kills. Beide von Rubik. Der hier dann früh in Arcane Boots wahrscheinlich bekommen wird. Glück für ihn, aber gut, mit der Double Damage ist es jetzt auch nicht so einfach als Support, nicht so schwierig als Support jetzt die Kills zu sneaken. Und direkt der nächste Golf, Boy Z. Spiritbreaker kommt hier rein, Slow ist da, Damage ist da, Boy Z geht hier direkt down, hat noch geslowt, vielleicht können sie einen Return Kill auf Geo holen, aber Rubik ist da, hat einen Lift, liftet direkt einen Bristleback zurück, ist geslowt, aber hat auch noch 7 Stick Charges, das reicht erstmal. Nächster Kill, schön gesehen, dass sie hier die Zeit hatten, schnell down zu, schnell zu bursten. Bevor irgendwelche Support reinkommen kann. Ja, und das ist auch der Weg, wie Spiritbreaker ein bisschen was bekommt. Hat jemand Boots, ja. Six Charges reichen für einen Charge. Boah, was will man mehr? Level 3 nach 5 Minuten ist natürlich auf einer Offlane nicht das, was man will, aber auch Batrider. Ist zwar Level 5, aber hat er doch schon eingesehen, okay. Auf der Offlane bringt das nichts mehr. Andererseits, er hat auch doch die Stacks, um jetzt hier wahrscheinlich den kompletten Blink zu bekommen. Das ist ein Triple Stack hier, Triple Stack da. Eieiei. Wisp hat hier einiges an guten Stacks gemacht. Und jetzt hier, boy, sie holt sich den nächsten Stack. Wenn das Batrider alles abfarmt und hier noch der nächste ist ein Quad Stack hier. Holy shit. Einiges. Aber jetzt erstmal der Engage unten. Geo ist mittendrin. CK wird durchgecharged. Boy, sie geht erst als erstes down. Aber Batrider ist da. Und Geo wird hier wohl down gehen, hat einige Stick Charges, aber kann nichts dagegen tun. Rafe müsste sich hier zurückziehen. Das wäre ein bisschen Klatsch gewesen. Bristleback kriegt den Kill. Und Janeway geht jetzt hier in den Wald und wird wahrscheinlich anfangen, nach 15 Sekunden Firefly zu machen.
Eventuell könnte sogar noch für einen Stack reichen. Auf jeden Fall wird das ein sehr früher Blink, Digga. Weiß jetzt nicht, wie viele Stacks es sind. Das sind so viele gewaltige Stacks. Ich will's. Das könnte fast der Blink-Digger sein. Das ist ein 7,5 Minuten Blink-Digger. Mit einem Death. Das ist schon gewaltig. Da will ich einfach nur zusehen, wie sie es machen. Space Cow geht nach unten und wird hier gedived. Boy, sie wird hier gedived, ja. Aber. Guck, diese Creeps sterben. Holla, holla, geht Dollar. Boah, ist das toll. Ja, das war vielleicht recht nicht ganz, aber ja. 7 Minuten 30 Blink-Digger. Holy shit, Janeway. Das ist gut gestackt von CK hier. Props an den Wisp, der einiges hier macht. Aber Wraith nutzen die Zeit in der Zwischenzeit für eine Tower, die natürlich auch einiges an Gold bringt. Trotzdem mache ich mir jetzt Gedanken, ob diese frühe Space Cow jetzt noch den Space createn kann, die einen Battrader mit Blink Dagger dann zustande bringt. Oh, doch kein Blink Dagger. Erst noch eine Town Portal Scroll gekauft. Na gut. Wird also noch hier den. Noch was farmen. Nö, wird jetzt noch den einmal noch den Wald durch Fireflyen wahrscheinlich. Und dann ist es soweit für den Blink-Dagger. Also nicht ganz das Timing hier. Wollte nicht unbedingt angeben mit den 7 Minuten 30, sondern wollte es sinnvoll tun. Und da ist es halt gerade nichts passiert. Es ist vielleicht auch besser, das Ganze so zu machen. Würde jetzt hier so einen Blink-Dagger haben. Es ist 8 Minuten 30 Blink-Dagger. Exzellent. Nur auf Fan. Viper wird hier angegangen. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich an Damage vorhanden ist, aber mit dem Chilling Touch unterschätzt sich das mal wieder. Rubik holt sich wieder den Kill. 3-1 Rubik. NB hat nur am Anfang leider sein Leben lassen müssen, ansonsten wäre er hier mit 3-0-2 richtig, richtig stark dabei. Aber ja, Wraith holen hier die Kills. Holen hier die Kills. Die Frage ist halt, ob Regal mit dem frühen Batrider dann jetzt was machen kann. Ja, Boy, sie wird geslowt, aber Chrissy auch, von daher kommt hier nichts. In der Mitte, Cloud battelt sich ein bisschen mit Jayo. Ah, Wisp ist da. Kann das jetzt eventuell? Ne? Hätte eventuell die nötige Sicherheit bringen können, um hier den Go zu machen. Um hier Cloud die Sicherheit zu geben, den Go zu machen. Aber erstmal nicht. Wir sind auf dem Bottom Lane. Steht erstmal ganz gut da, kann weiter farmen. Ich glaube, da wird erstmal nichts passieren. Rubik ist zwar noch da, aber der Damage reicht ohne Chilling Touch absolut nicht. Chrissy versucht vielleicht jetzt hier einen Solo-Kill auf Boise. Vielleicht sogar aus den Bäumen raus, aber er sieht halt den Battle nicht, der da reingesmoked kommt. Das könnte zumindest einen Return-Kill geben. Ja, Lasso ist natürlich da. Es ist versucht ein Solo-Kill. Sieht nach einem versuchten Solo-Kill aus. Oh, und mit einem schönen Blick nach vorne ist es tatsächlich ein Solo-Kill. Meanwhile, Spiritbreaker kriegt tatsächlich oben die Viper down. Hat Level 6, hat Ulti. Rubik hat dadurch Level 6 bekommen. Somit, ja, einiges in Gold. Viel natürlich an Spiritbreaker. Auf beiden Seiten passiert Action. Auf beiden Seiten wird Space created. Die Frage ist halt nur, wer nutzt mehr. Beide Carries gehen hier down. Midlaner kriegen den meisten Space eigentlich. Die sich gegenseitig doch sehr dort auf die Mütze hauen. Aber Cloudfist ist hier initiated. Die Ghosts kommen, aber Regal ist da, um zu counter initiaten. Janeway ist da, kein Lasso, aber Flamebreak. Und schöner Stil von Rubik hier. Einiges an Damage, wenn sie hier chasen wollen. Zumindest mehr als sonst. NB muss jetzt hier auf den Highground versuchen zu kommen, aber Batrider wartet schon auf ihn. Janeway holt sich den Kill auch noch auf Rubik's Killing Spree. Und es lief doch wesentlich besser als erwartet. Regal holt hier zwei Kills uncontested. Kommen schon ganz low. Aber zwei Kills fast ohne Gegenwehr. Das war die fehlende Chrono wahrscheinlich. TP auf Cooldown auch, von daher nichts zu machen. Ja, Ancient Ambition versucht den Snipe. Aber sieht nicht danach aus. Kann hier Janeway noch ein bisschen länger im Fountain halten. Der Rest wurde nicht angekratzt davon. Nach 11 Minuten schauen wir uns die Grafen an. Wir haben sehr even Regal 500 Net Worth vorne, aber nicht relevant. Und auch die XP ist sehr im Geraden. Einzig allein die Kills sind Unterschied. Würde mal sagen, vom Farm ein bisschen mehr Farm auf der Seite von Wraith. Einfach dadurch. Ja, von Regal, dadurch, dass sie drei mehr Kills haben, aber nicht wirklich viel Gold zurücklegen, aber XP
Tja. Wobei, Regal sind vorne, obwohl sie den Kills hinten liegen. Okay. Und sie müssen mehr als den Kills bekommen. Jayo muss hier aufpassen, muss hier auch Ross DPen. Kein Stun vorhanden, von daher kommt er hier raus. Schöner Eisblast. Auf Wisp, der wohin relocated? Glaube ich, ohne Probleme, ja. Von der Base aus. Kein Problem. Aber halt, Mist Space. Haben hier einen Relocate verhauen in dem Sinne. Boah, sie wird wahrscheinlich hier sogar down gehen. Es sei denn, der Silence kommt früh an und da kommt auch der Silence an, ja. Aber schon down. Und jetzt muss Spiritbreaker hier abhauen, aber ich glaube nicht, dass es schaffen wird. Kommt hier da raus, aber der Cooldown, 2 Sekunden noch auf den Charge. Um auf die andere Lane zu kommen, selbst das wäre wahrscheinlich mit einem Flamebreak eventuell abbrechbar gewesen. Ja, der Trade war es nicht wert. Ja, es geht. Space created. Regal musste wieder auf die Bottomlane rotieren. Oh. Ah, ganz knapp daneben. Ganz knapp neben Wisp geschossen. Und daher nichts das. Tja, Last jetzt. Das ist halt auch recht even, aber das Problem ist natürlich, dass Void so langsam anfängt abzugehen. Battlefield auf dem Weg. Und hat die meisten Last Hits, hat auch den meisten Networth. Und ist recht uncontested, bis auf den einen Solo-Kill von Batrider. Aber mal schauen, ob Regal das umreichen kann mit diesem Smoke-Gank. Die Frage ist, ob sie wissen, wie viele da sind, denn Chrissy ist hier. Und Chrissy kann sehr schnell hier reinjumpen und Kronon. Oh, das ist eine 4-Man-Chrono. Die Frage ist, ob sie da was tun können. Rubik ist da. Quills können sie machen, aber ja. 4-Man-Chrono, ziemlich geil. Trotzdem können sie da nichts machen. Rubik wird jetzt hier noch down gehen. Kann mit Quills und mit dem Fadebolt machen, was er kann. Aber versucht sich noch umzudrehen. Kein Fadebolt, na gut. Damage getan. Jayo muss schon wieder hier von der Viper wegtippen. Hat er noch keinen, sieht kein Licht dagegen. Schöne Play-by-Plays von Rafe, aber Regal ist einfach besser in den Rotations. In ihre Rotations Bottom gehen müssen. Troll hätte da TPen müssen und hätten sie eventuell einen Turnaround machen können. Es scheint so, als ob Rafe aber deffen wollen unten. Und es scheint so, als ob Janeway hier vielleicht ein bisschen außerhalb von den ganzen Leuten ist. Hier wird ein Troll gefunden und Janeway wird hier angegriffen und der Ulti sollte ihn sicherstellen, ja. Kill für Rai. Auf dem Streakbreaker. Und das war ein wichtiger Kill. 400 Gold. War das ein Streak? Ja, das war der Killing Spree mal wieder. Sehr viel wert, aber jetzt erstmal ein 2 und 2 Engage. Boy, sie wird wohl down gehen hier. Aber Bristleback scheint wegzukommen. 5 Sekunden auf dem Charge. Da ist nichts zu machen. Aber Chrissy versucht jetzt hier zu diven. Slow auf Visim. Und oh. Der Chilling Touch hat einiges an Damage. Diesem wird da wohl nicht wegkommen. Auch wenn kein Bash kam, holt sie Spirit Breaker den Last Hit hier. Und eine Killing Spree auf Ryo Wire. Ryo ist das, glaube ich, einfach nur. Und Anagramm, Autogramm, wie auch immer. Ich bin mit der asiatischen Szene leider nicht so ganz vertraut. Zumindest mit den zwei Teams. Gut. Aber ein Roshan für Rafe, das ist auch interessant. Wir kriegen hier einen Roshan uncontested, dadurch, dass die Viper down ist. Batrider hat auch keine Ahnung, dass es hier geht, sonst hätte er vielleicht was snicken können. Und jetzt ist Batrider ein bisschen ein Problem. Ist jetzt hier aus dem Stun rausgeblinkt und hat Spiritbreaker abgebrochen. Es scheint, als ob er abgebrochen hätte. Die Vision hatten sie dafür, um den Go weiterzumachen. Mal ein bisschen, was hier passiert ist, naja. Aber jetzt ist Rafe aggressiv. Janeway wird jetzt gefunden wieder und die Chrono sitzt wunderschön auf Boise. Die Quills auf Rubik. Ja, machen einige Damage. Und es sieht so ganz gut aus, als ob da auch Rafe hier den Engage und Disengage hat. Jayo ist jetzt wieder drin. Wisp wird hier down gehen. Ancient Abrition Blast kommt wunderschön auf Bristle weg. Aber Jayo muss hier aufpassen. Könnte noch down gehen von den Quills. Und zieht sich hier richtig zurück. Den Kill holt sich Spiritbreaker mal wieder, holt sich eine Killing Spree von Bristleback und ist hier zu Recht gut dabei. Platz 4 auf dem Networth als Offlaner und die Grafen schießen nach oben für Rafe, die auf einmal das Momentum krass holen und holy shit. Rafe gehen auf einmal ab, haben die richtigen Engages, Batrider findet nicht so wirklich die Pickoffs. Rafe sind noch nicht wirklich auseinander. Es wäre auch strategisch
unweise, hier auseinander zu gehen. Von daher machen sie es schon richtig. Aber in der Mitte erstmal hier Viper versus Spiritbreaker. Und auch Ancient Brishen ist dabei. Aber ziehen sich hier zurück, wissen nicht, wo der Rest ist, haben keine Vision. Und Overextend nicht. Was auch schön zu sehen ist. Ja, Battle ist auf dem Weg zum Forstaff. 200 Gold noch. Trotzdem. Tja, aber auch für Regal anscheinend jetzt. 5er Action. Trotzdem sieht es schlecht aus erstmal für Regal. Dieser Vorteil ist schon gewaltig. Trotzdem sind es hauptsächlich Tower, die sich vorne legen. Haben hier knapp 10.000 Networth, aber sind halt auch genau 5 Tower. Ja, 4 Tower plus Roshan, die sie vorne sind. Von daher alles Objective Gold. Im Farm sieht es noch recht even aus. Networth sieht natürlich mit den Kills jetzt für Wraith besser aus. Besonders der Spiritbreaker hat halt auch hauptsächlich Kills. Aber Viper und Bristleback haben einfach das Gold. Der geht jetzt aggressiv in den Dschungel rein. Findet nicht den Wisp, der ganz gut da versteckt ist. Ist. Aber kommt auch immer noch nicht raus. Sehr viel Patience. Sehr gut für ihn, sonst wäre er definitiv tot. Chrono hat jetzt hier die Viper getroffen. Trifft auf der Ice Blast. Jayo ist in der Mitte. Muss hier aufpassen. Chrissy muss wegjumpen schon. Und jetzt ist sie vielleicht ein bisschen zu tief drin. Spiritbreaker hat eine Streak abzugeben. 9-3 gibt sie jetzt auch ab an Skywrath Mage. Mega-Kill-Streak für einiges im Gold. Jayo muss hier abhauen. Und Cast wird wahrscheinlich das Schicksal des Bedfighters beziehen. Ja. Holt sich den Blink. Lasso committed. Eventuell wollen sie jetzt hier weiter reingehen. Shadow Blade für Chrissy, okay. Schönes, ne, doch nicht gespottet. Ich dachte, der Dust hätte gesessen. Aber Wood. Jo, schön weggeblinkt. War ein bisschen zu aggressiv von Jayo hier. Hätte warten müssen, bis Chris den Hit setzt. Dann hätte das funktioniert. Aber geben hier zwei ab. Regal, return das Ganze. Ein bisschen ein Dip im Goldgraf und im XP-Graf wieder runter. Das heißt, Regal sind noch nicht draußen und Wraith können auch nicht alles machen. Haben hier nur die... Die haben nur die Krone auf, nur auf Viper. Das haben sie doch bitterlich bezahlt mit dem Bristleback. Und mit den ganzen Quills, die ja doch einiges an Damage gemacht hat, diesem Fight. Der E-Blast scoutet ein bisschen, aber kein Death. Zumindest nicht von oben, sondern von rechts kommt hier Cloud rein. Aber direkt der Charge. Haben halt die Vision auch. Der Charge ist schon länger drauf, von daher wussten sie... Definitiv, was sie erwartet. Chris, nein, Jayo hat hier überlegt reinzugehen, aber haben den Tower, Objective-Based Gaming, ab nach oben und einfach 22 Sekunden, Chronos 4 und dann ein weiteres Mal zu 5 das Ganze versuchen. Was auch eine gute Kombo finde ich, ist Chilling Touch zusammen mit dem Troll-Ulti. Deshalb war ich mich ein bisschen, dass Chilling Touch gerade so ein bisschen nachgelassen hat in Sachen Skills. Hat minus 20 auf allen Leveln, aber sehr viel mehr Damage. Und mit dem Troll-Ulti ist der Attack-Speed doch nicht zu unterschätzen von allen Heroes. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Chilling-Touch erwartet. Aber... Ja, mit der Chronosphere ist natürlich Cold-Feed auch stark. Mit dem ganzen... Mit dem Rubik-Lift ist Cold-Feed noch viel stärker. Von daher kann ich auch schon verstehen, dass sie hier das Ganze so gemacht haben. Smoke auf der Bottom-Lane. Viper baitet ein bisschen. Aber... Wraith wollen davon anscheinend nichts wissen. Versuchen es mit einem Trade. T2 für T1. Und dann, aber er ist massigehaft TP. Relocate ist rein, aber CK, ups, hat sich dann ein bisschen in den Dschungel reingetan. Spiritbreaker versucht hier abzuhauen, schafft es aber nicht. Jayo wird hier auch noch down gehen. Chris, schöne Chronos 4, aber zu spät. Cast muss hier auch raus TPen. Und auch Chrissy versucht das Beste, hat hier noch zwei Kills gemacht und versucht jetzt hier raus TPen. Und es schafft es anscheinend auch. Uiuiui. Ganz knapp. Aber im Endeffekt, schöner Engage doch noch. Beide Cores verloren. Aber 3 Kills geholt. Und Schlimmeres verhindert. Even, Regal holt ein bisschen mehr raus. Waren halt auch die Cores, die das Ganze sind. Offlane und 2 Supports für 2 Cores. Trotzdem wesentlich besser für Wraith gelaufen, als es hätte sein können. Ja. Auch zu sehen, Rubik auf dem Blinkdagger. Hatte eine schöne Zeit am Anfang. Ist länger nicht gestorben. 3-3, 9. Nicht schlecht für einen Rubik und einen frühen Blinkdagger. Kann jetzt wesentlich mehr machen. Viper Strike auch gestohlen. Pickoffs, here we come. Einiges da, um
Um Pickoffs zu holen, auf jeden Fall. Und um so Dinge wie den Bristleback zu kiten. Wobei das natürlich kiten auf dem Bristleback so eine Sache ist. Besonders wenn es recht eng um eine Chrono zusammen gefightet wird. Ja, kann man den Damage kiten, aber die Quills kommen trotzdem noch raus. Mal schauen. Void hat eine Invis-Rune. Schauen, ob es sie nutzen wird. Und Solo-Krone auf Chain Y hier. Wenn man es kann, dann kann man es. Einfach geholt und mit Shadowblade wieder raus. Rein und raus. Ganz gut gemacht. Außerdem mit dem Aghanim 60 Sekunden. Kann er das tatsächlich für Solo-Kills nutzen? Hit and Run. Ninja Void. Auch noch nicht gesehen mit dem Shadowblade. Aber es scheint zu funktionieren. Weiß nicht, ob es jetzt besser ist als einen Mjolnir oder sowas. Oder Maelstrom in dem Fall, wenn man es ums Geld geht. Aber ja, hat einiges im Movepeed. Hat einiges an Möglichkeiten, da ranzukommen. Shadowblade kommt jetzt hier dran. Und diesem harten Problem. Viper Strike, glaube ich, auch drauf. Ja. Und Void holt sehr schnell hier die Viper down. Cloud ist hier, aber viel zu spät. BKB von Spiritbreaker. Verhindert, dass sie irgendwas dagegen machen können. Außerdem, bis auf Batrider haben sie sowieso keine Stunts. Dann überrascht mich ein bisschen das BKB, aber hey, gegen die Quills hilft es. Und ja, naja, gut. Eigentlich nur gegen die Quills. Ist natürlich sicher, dass man da auch rauskommt und sowas, aber keine Ahnung, vielleicht hätte das skippen können. Für was anderes. Roshan in einer Minute wieder da. Und so wie es aussieht mit der Map-Control, die sie hier haben, wird Wraith diesen Roshan bekommen. Da scheinen Riege zu weit drin zu sein. Haben sie noch einen Smoke? Mal schauen hier. Smoke ist noch da. Von daher könnten sie eventuell Roshan contesten. Die Frage ist, ob sie es mitbekommen. Müssen halt sehen, dass viele low sind. Müssen halt das Timing mitbekommen. Und das wird schwierig, denn Wraith hat einiges an Damage. Und kann das hier eventuell sehr schnell beenden. Findet hier den Wisp. Ein frühes... Ein Charge, aber daneben... Hatten gehofft mit dem Eisplatz zusammen, dass der Kill kommt, aber nicht drin. Voll, ja. Und direkt das TP weg von Jayo. Gegen diesen Brisbane hat man nichts zu tun. Aber Bara will hier durchchargen, will sich den Wisp einfach holen und dann raus TP'en. Hit and Run von Wraith. Jane Y findet hier Chrissy, aber ein bisschen neben... Bisschen daneben des Mystic Flair. Trotzdem wird Chrissy hier down gehen. Monster Kill Streak für 700 Gold. Das hat sich gelohnt. Und ja, einfach alle raus TP'en. Wesentlich zu wenig Stunts von Regal hier. Der Scarlet Mage zahlt sich nicht so wirklich aus. Hat einige gute Silences rausbekommen. Aber im Endeffekt, ein Line oder sowas wäre besser gewesen. Trotzdem 1400 Gold durch diesen einen Kill of Void. Holy crap. Wichtig, wichtig. Wir haben jetzt hier Roshan gescoutet mit der Space Cow, die einmal durchgefahren ist und keinen Stun-Up bekommen hat. Selten, aber passiert. Und daher können sie hier den nächsten Go machen. Chronos 4 ist ready in 30 Sekunden, wenn Void wieder da ist. Und dann schätze ich mal, dass dann Roshan secured wird. Wards sind zumindest hier da vorhanden für Regal. Um, ja, zumindest zu sehen, wenn sie von unten rein rotieren. Aber bisher sieht es nicht so aus, als ob Ray vom Dschungel auskommen wird. Die Vision reicht auch nicht, um Rotations von hier aus zu sehen. Smokes von beiden Seiten gerade gekauft. Instant. Von daher schauen, ob sie den Smoke in Roshan reinsmoken. Ob sie versuchen wollen. Dieser Charge war offensichtlich. Und wird dementsprechend auch abgebrochen. Aghanims für Spiritbreaker. Es ist schon wieder das Aghanims auf dem Spiritbreaker, was ich jetzt schon öfters gesehen habe auf den Spiritbreakers. Es ist okay in dem Sinne. Es ist ein AOE-Stun. Hey, warum nicht? Und ich glaube, den Cooldown macht das um einiges runter. Aber nächste Charge ist wieder da. Ups, und das war vielleicht keine gute Idee, aber... Ah, das Ulti reicht nicht. Muss er hier zurück TP'en. Rubik geht in der Zwischenzeit. Gefunden, wieder down. Das war irgendwie nichts. War so ein bisschen halbherzig executed. Wieder die Charges von Spiritbreaker sehr aggressiv hier vorne. Jane Y findet hier den Ward. Und der wardet es mit dem frühen Gem. Das auf jeden Fall wichtig ist, um die Map Vision hier zurückzufinden. Chrissy aber mit der Double Damage Rune wird jetzt erstmal auf Roshan beginnen zu hauen. Und eventuell wird es hier ein Smoke. Aber
Ja, sie können jetzt im Troll-Ulti hören, dass es vielleicht Goat wird. Trotzdem viel zu spät und not in position, um das Ganze zu treffen hier. Von daher, Urshan an Rave und direkt der Go auf oben. Direkt Top-Lane. Viper soll das Ziel sein. In der Hoffnung, dass sie nicht prepared ist. Viper wird auch getroffen davon. Space Car kommt ein bisschen zu spät. Jayo wird hier gefangen. Und jetzt muss auch Ryo weglaufen. Die Frage ist, wird das schaffen? Es sieht nicht danach aus. Kein Slow, kein Stun, aber Slows genügend vorhanden. Aber oh, schöner Silence. Okay. Jetzt hat sich Scarlet Mage wieder ausgezahlt. Der Silence hat gesessen und verhindert, dass er hier weggehen kann. Tja, Regal kommt zurück so ein bisschen. Die Kills auf die Core sind da. Keine wirklichen Streaks noch da. Trotzdem erstmal Objective-Based sind. Rave vorne. Der Tower auf der Top-Lane bleibt aber seit jetzt knapp 10 Minuten konstant stehen. Und Rave beißen sich so ein bisschen die Zähne da dran aus. Und nächste D-Ward auch mit dem Ward, aber... Tja, Rave müssen schauen. Demnächst wird es Zeit für ein Group-Up. Denn, tja, Chrono ist halt das, was sie haben. Das Problem ist, Viper ist tanky, Bristleback ist tanky und Batrider wird schwierig zu Chrono sein. Und dann... Ich weiß nicht, ob die Chrono halt hier das Beste ist. Deshalb müssen sie halt noch ein bisschen Farm auf dem Void finden. Müssen Pickoffs finden, das ist ein Pickoff-Lineup. Und vielleicht bekommen sie hier den Trade hin. Oder verlieren so wie das letzte Mal, dass sie mit massenhaft TPs hier... massenhaft TP überrascht werden. Schöner Eisplatz hier auf 3. Immerhin, aber der Trade scheint nicht zu funktionieren. Jay ist da ein bisschen zu langsam. Die Creeps kommen so langsam los, aber jetzt kann jeder TPen. Der Trade ist getan, T1 geholt. Devs werden angesagt von Regal. Oder angepinkt, aber sie sind zu spät. Jetzt kommt hier tatsächlich Chrissy und holt sich einen Solo-Kill auf JNY. Schön gemacht. Ryo läuft dort nochmal rein, will unbedingt den Gem haben, hat ihn jetzt. Sehr schön. Die Frage ist, ob er damit einfach wegkommt, denn es sieht bisher nicht so damit aus. Die Viper ist hinter ihm her. Aber da hat er auch den Charge und wird ihn vielleicht jetzt nutzen, ja, um sehr schnell wegzuchargen. Keine Chance, da hinterher zu kommen. Und schöner Gem-Snipe. Was noch sagen? Kommt hier schon weg, hat den Gem genommen. Und hat auch auf den besten Helden zum Weglaufen gegeben, den man hätte geben können. Bracer läuft, liegt noch darum, aber ja, worth it. Tja, nach dem Gem wird es schwieriger sein für Regal hier die Map Vision, die Map Control zu halten. Oh, Krone und 1. Wupp. Und der nächste Snipe auf Jane Wilde, der sich langsam sehr doll in den Arsch beißt wahrscheinlich. Und denkt so, seriously? Shadowblade daneben. Und besonders halt ohne Gem kann das nicht machen. Und selbst mit Gem wird er halt angejumpt und muss sehr, sehr, sehr schnell auf dem Blink sein. Ansonsten wird das da nix. Und ja, mit dem Daedalus fertig auf Chrissy. Wird das schwieriger für Regal hier irgendwas gegenzuhalten? Heikon Push kommt, 50 Sekunden on the sidelines für den Batrider. Buyback nicht vorhanden. Und Rafe ist nicht wirklich in der Verfassung dazu deffen. Viper hat kein TP, aber Bristleback hoffentlich. Nein, Bristleback hat auch kein TP. Und sie beide gehofft, dass Wisp da ist, um sie zu holen. Und sie verlieren hier Rex ohne irgendwelche Contestants. Das ist ein bisschen bitter. Astral Flare schön. Naja. Astral Seal. Schöner Skill hier, besonders auch für Cloud. Wisp poppt schon und Cloud wird jetzt hier downgechased. Die Quills werden wohl nicht genug sein, um es hier zu turnen. Bristleback ist in Arbeit, aber Chrono wird auch benutzt und das sollte hier das GG. In-Game 1 für Regal sein. Team Wipe, Rex Nummer 1 und GG von CK nach 30 Minuten, knapp 31 Minuten. Schöner Space created von beiden Teams hier, aber Batrider hat es dann im Endeffekt leider nicht genug gebracht. Somit nehmen hier Rave das erste Game in diesem Best of 3 im John Dota League Season 4 Asia Playoffs Winner Bracket Final. Der Gewinner dieses Finals wird ja in der Division 1 in der nächsten Zeit spielen. Von daher bin ich gespannt, wer das hier sein wird.
Und ja, wir sehen uns hoffentlich jetzt gleich wieder. Game 2 wird wahrscheinlich einfach so weitergehen. Dann bis gleich. Stay tuned.